Zum 13. April 2024 hatte der Fischereiverein Nordeifel e.V. Monschau zur alljährlichen Aktion Sauberer Obersee geladen. Seit fast 50 Jahren bemüht sich der Verein hier am Ruhrsee um Sauberkeit und Ordnung, die neben den Angelfischern natürlich auch die Anwohner und die vielen Wander- und Fahrradtouristen der Region erfreut. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Simmerath, dem ansässigen THW-Ortsverband, der Ruhrseeschifffahrt und dem Wasserverband Eifel-Ruhr, der sich auch um den Abtransport des Mülls kümmerte, starteten die Ehrenamtler ihre Aktion in den Morgenstunden in Einruhr, wo Vorsitzender Clemens Reimann gutes Gelingen wünschte und den Gruppen ihre Reviere zuteilte. Dabei waren Jung und Alt, schönstes Eifelwetter und jede Menge Elan für den Obersee anzupacken. Und dann ging es los. Stück für Stück am Ufer entlang, manchmal ein bisschen waghalsig, wurde die Uferzone von Müll befreit. Der gesammelte Müll wurde dann zu Sammelpunkten an Straßen und befahrbaren Uferzonen gebracht, wo er später abgeholt wurde. Jeder packte mit an, natürlich tauschte mancher etwas Anglerlatein aus. Und dann war der Treffpunkt auch schon erreicht. Die Untergruppe ASK Dynamo Anstoß war am Ziel angelangt und begab sich nun zum Heilsteinhaus in Einruhr, wo die Aktion einen geselligen Ausklang nehmen sollte. Teil zumindest Erfolg gehabt haben, was den Müll angeht und der Obersee in einem neuen Glanz erstrahlt und sich jetzt wieder ein Jahr gedulden muss, bis wir im nächsten Jahr dann wieder dabei sind. Ich weiß jetzt noch nicht, das muss der Jürgen mal prüfen, ob es die 48. oder 49. Veranstaltung ist. Irgendwann machen wir mal die 50 voll. Ich kann mich erinnern, als junger Schwund haben wir das 74 oder 75 angefangen. Ich weiß es nicht genau, aber insofern musst du dann mal eine Aufgabe zu prüfen, wie das ist. Der Fischereiverein Nordeifel gab dort zur Stärkung der fleißigen Helfer die alljährliche Gulaschsuppe aus. Und kalte Getränke luden zum Schwatz im Vereinskreis ein. Der Moritz hat den Jungfischereischein seit ein paar Wochen. Naja, können wir loslegen, ne? Für dieses Jahr haben wir viel erreicht. Im nächsten Jahr sind wir wieder da, versprochen. Hallo liebe Angelfreundinnen und Angelfreunde. Hinter uns liegt der Aktion Sauberer Obersee für das Jahr 2024. Mit einer größeren Truppe haben wir heute den Obersee versucht zu reinigen. Ich denke, es ist uns in großen Teilen gelungen. Einige Säcke mit Müll haben wir gefüllt, haben uns jetzt gestärkt und werden uns dann im Sommer an einem sauberen See erfreuen. Ja, liebe Angelfreunde, das war eine tolle Aktion, hier ganz viele angepackt. Wir sind sehr froh, dass gerade so viele junge, neue Mitglieder dabei waren und hier an unseren tollen Gewässern in der Eifel einfach alles gegeben haben. Habt ihr ja schon in den kleinen Clips gesehen, den Berg hochgekraxelt, den Berg runtergekraxelt. Und ganz viel Müll zusammengesammelt für unsere Angelgewässer, alles gegeben. Richtig tolle Aktion. Freuen wir uns, machen wir im nächsten Jahr auf alle Fälle wieder. Und vor allen Dingen, es ist alles gut gegangen. Wir haben keine größeren Schäden an Personen und Material zu verzeichnen gehabt. Also auch da der Besonnenheit der Mitglieder herzlichen Dank. Clemens, super Aktion.